the magic of Minecraft Fantasy. Jetzt werde ich gleich den nächsten Anfall kriegen, weil ich immer jeden Bucket hier einzeln austauschen muss. Weil ich aber auch partout unten immer die ersten fünf Werkzeuge so angeordnet haben muss. Erst die Spitzhacke, dann die Axt, dann die Schaufel, dann das Schwert, dann der Bogen. Und dann kommt immer das Essen und auf dem hintersten Platz sind immer die Torches und alles andere, die zwei noch verbleibenden dazwischen, da ist dann halt immer was anderes. Aber jetzt für die Wasserarie. Nee, das war nicht richtig. Da muss ich die hier nochmal entfernen. Dann muss ich die einfach nochmal entfernen. Genau, und jetzt hier anfangen, das Wasser zu setzen. So. Es reicht ja, wenn man die jeden zweiten setzt. Damit es fließend bleibt bei jedem dritten, würde schon ein Loch entstehen. Aber man muss hier nicht bei jedem setzen, sondern wie gesagt, jeder zweite reicht im Grunde genommen. So. Und auch hier. Sehr schön. Und hier. Zack. Und hier. Oh, da haben wir aber gewaltig verrechnet. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mit all diesen Buckets die kompletten Wege hier geflutet krieg. Aber jetzt wissen wir, dass wir nur mit den kompletten Buckets, mit einer Ausnahme, mit 15 Buckets, nur eine Rinne geflutet kriegen. Hey ihr Lieben, wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da für den lieben YouTube-Algorithmus und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr von Minecraft Fantasy Park. Aber wenn ich das jetzt setze, hier müsste es ja geflutet bleiben, theoretisch. Nicht wahr? Wir werden das jetzt testen, einfach indem wir hier das Ganze nochmal aufhacken. Das müsste sich ja recht zügig jetzt am... Ach nee, jetzt geht das nur auf einer Seite. Ja, ja, der wäre unter Umständen... 1, 2, 3 ist der vierte, genau. Der wäre nicht dunkel geworden, wenn vorne das Wasser unter den Slabs weg wäre. Gut zu wissen. Aber wir müssen tatsächlich auch die andere Reihe da erst noch wässern, damit das auch durchkultiviert. Und dann können wir da endlich unser Weizen pflanzen. Stark. Und leckeres Brot daraus backen. Die Eichen, die ich jetzt gerade neu gesetzt habe, die kommen auch langsam. Finde ich auch gut. Finde ich auch richtig, richtig gut. Dann machen wir uns das hier wieder schön, die Ecke. So. Ich glaube aber hier hinten werde ich keine Holzslabs drüber machen. Nur vorne, und da weiß ich auch gar nicht, ob ich es nur bei diesen Zweien belasse. Man läuft ja auch gar nicht so viel auf dem Feld rum. Man läuft ja auf dem Feld dann rum, um das einmal abzuernten. Das macht man dann so alle, weiß ich nicht, 20 Folgen einmal. Weil bei, was haben wir denn hier? 8x27 Einheiten Weizen mal 2. Also da kriegt man ja schon 2 Stacks oder 3 Stacks Brote aus einer Ernte raus. Dann muss das gar nicht so oft passieren, weil mit 2 Stacks Broten kommt man ja schon einigermaßen lange aus. Okay, weiß auch jetzt gar nicht. Das wäre mal interessant. Ich glaube, ich habe auch gar nicht genug Weizenkörner, um beide Seiten jetzt zu bepflanzen. Wir werden das jetzt gleich sehen, aber spannende Sache. Sonst machen wir halt erstmal nur eine und wenn wir die dann zum ersten Mal geerntet haben, dann machen wir halt die andere Seite auch noch dazu. Jetzt werden wir erstmal alles hier aufhaken. Ist auch eine Wahnsinnsarbeit. Dann hoffen, dass die Ho das mitmacht die ganze Zeit. Und nicht auch noch flöten. Ja, der Verbrauch hier ist doch schon ziemlich krass von der Hacke. Das hätte ich nicht erwartet. Man benutzt sowas aber auch in diesem Maßstab. Guckt euch das mal an. In diesem Maßstab benutzt man das aber auch in der Regel nicht. Das ist ja immer deutlich kürzer, so eine Nutzungszeit. Man macht da so, was wir unten gemacht haben, 3x3 Felder oder sowas, 3x10. Und die kriegt man natürlich 2-3 Mal damit umgegraben oder 10 Mal damit umgegraben. Aber auf dieser Größe, und jetzt sind wir noch nicht mal bei der Hälfte oder gerade bei der Hälfte angekommen. Nee, noch nicht mal. Die Hälfte ist ja da, wo der Zaun unten
die gattert, der die einzelnen Gehege trennt. Ja, oh, guck dir das an. Die Hacke verbraucht sich hier doch schon. Da müsste man einmal überlegen, ob man in eine Dia-Hacke investiert. Theoretisch würde ich sogar eines Tages eine Netherite-Hacke haben, weil das ist nämlich ein Achievement und wir wollen natürlich am Ende, wenn unser Freizeitpark so nach Folge 2500 steht, auch alle Achievements irgendwann haben. So. Oh, das reicht nicht. Die Hacke geht gleich kaputt. Scheiße, krass. Schade. Ja, da muss ich noch eine neue Hacke machen, Freunde. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber... aber man lernt halt nie aus. Machen wir mal eine Dia-Hacke. Ich glaube, wir machen eine Dia-Hacke. Eine Dia-Hacke. Wenn ihr das gerade hört, hier ist schon wieder gerade ein Flugzeug über meinem Haus. Ich weiß gar nicht, wo die immer alle herkommen. Vielleicht hört ihr es aber auch nicht. Aber ich höre das auf jeden Fall. Ach, guck mal, was ich hier an Dias habe. Da kann ich doch durchaus eine Dia-Home mitmachen. Bei so vielen Dias sollte eine drin sein. Falscher Weg, hier geht's lang. Hier spawnt nirgendwo was. Und hier auch gerade der Bereich an den Öfen, der ist so frei. Also so dunkel und frei, da müsste doch eigentlich auch was spawnen. Wenn schon in meinem Farmhaus so viel spawnt, aber offensichtlich hat das da andere Gründe. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das. Vielleicht weil es draußen ist, weil es nicht unter der Erde ist. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr einen Hinweis habt, weil ich habe so die Befürchtung, dass ich das Mob-Spawning hier noch nicht ganz in den Griff bekommen habe. Trotz der Ausleuchtung, wir werden sehen. Aber wir können jetzt inzwischen auch nicht mehr rausgucken, weil die Eichen höher wachsen. Dann schön, wenn man das in die Natur wieder eingebunden hat. Das ist eigentlich immer so ein primäres Ziel von mir, dass das nicht alles so gerodet aussieht und dass man sieht, dass da einer mit der Axt durch den Wald gelaufen ist, sondern wie hier, dass das Ganze von außen und von innen wieder schön in die Natur eingebunden aussieht. Jetzt kommen wir zum Pflanzen. Endlich, was ich seit Folgen machen möchte, wird jetzt endlich Wirklichkeit. Jetzt ist die große, große, große Frage, reichen diese drei Stacks für die eine Seite? Ich habe das jetzt gerade mal mit dem Kopf nochmal so überschlagen. Theoretisch reichen die drei Stacks für die eine Seite, aber für die andere müssten wir dann unsere erste Ernte einmal abwarten. Was jetzt auch nicht so dramatisch ist, von einer Ernte hier, da kriegen wir schon genug Brote, dass wir eine zweite abwarten könnten. Es ist jetzt wirklich nicht so dramatisch. Und das ist auch was ich vielleicht zwischendurch ohne euch einfach mal gerade mache. Einfach mal die Felder abernten, neu pflanzen. Das sollte ja machbar sein. Das ist nicht so das Thema. Das dauert nicht lange. Das ist schnell gemacht. Und wir müssen unseren Baufluss dadurch nicht unterbrechen. Was ja auch immer sehr wichtig ist, dass wir kontinuierlich weiterbauen. Aber das wird eng, liebe Freunde. Das wird richtig, richtig eng jetzt gleich. Bin gespannt, ob es reicht. Ja, nee, ich glaube nicht. Nee, das wird nicht reichen. 40 noch, das heißt noch 5 Reihen bei einer Breite von 8 Blöcken. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Jetzt waren da gerade noch ein paar vereinzelte von den Weizenkörnern. Nee, das war's. Das reicht. Das ist verblüffend. Das reicht noch nicht mal so. Wir haben aber keine mehr. Ich glaube, das waren alle, die wir mitgenommen haben. Jetzt können wir gleich draußen das Weizenfeld nochmal abernten. Was wir da haben, unsere drei kleinen Weizenfelder, das war's. Und dann werden wir daraus weitere gewinnen, aber um die zweite Seite da oben zu bepflanzen, wird das nicht reichen. Wir gehen jetzt aber mal hier raus gerade, damit es nicht so weit ist. Oh, schön, hier der Eingang, wenn der mal fertig wird und wir haben dann dieses Panorama, das wird richtig gut aussehen, Freunde. Freut euch schon mal drauf, bald in ein, zwei Folgen, spätestens, sage ich immer, aber ihr seht ja, dass unser Farmhaus fertig ist. Werden wir uns wieder mit dem Eingang auseinandersetzen. Da habe ich ein paar tolle Ideen, die wir umsetzen werden. Ich werde jetzt auch gleich, wo ich schon hier bin und das alles abgeerntet habe, dieses Feld beseitigen. Einfach nur, weil wir es jetzt nicht mehr brauchen und weil wir diesen Platz vielleicht auch noch anders nutzen können irgendwie. Weiß noch nicht wie, wir werden sehen. Und ich kann diese Spruce Logs, die hier sind, diesen Weg, kann ich bei der gleichzeitig mit abbauen, weil es gibt eigentlich keinen Grund mehr. Lass die jetzt noch, aber eigentlich keinen Grund mehr, warum wir hier noch einen Weg haben sollten. Egal. Die Eimer befüllen wir auch nochmal, wo wir schon mal am Wasser sind. Dann können wir da hinten noch die zweite Rinne schon mal befüllen, wenigstens. Und danach
schauen wir mal, dass wir ein paar Tiere finden. Da für die Hühner brauche ich, ja, das siehst du, ich muss für das Hühnerlocken, für das Hühnerlocken brauche ich noch von den Körnern. Und für die Schweine und die Kühe und die Schafe brauche ich das Weizen. Jetzt tropft das hier natürlich nach unten durch bei den Rinnen. Aber das ist nicht dramatisch, das habe ich mit einkalkuliert. Ist ja auch immer ein schönes Zeichen von Leben, diese Wassertropfen. So, das ist das. Über 3 Stacks, aber es wächst. Sehr schön. Dann machen wir doch hier als nächstes, füllen wir die hintere Rinne. Füllen wir die hintere Rinne schon mal auf. Dann wäre das auch erledigt. Da, okay. Dann hätten wir wieder einen Punkt, wo wir ein Häkchen dran machen können. Das Befüllen der hinteren Rinne oben. Das befülle ich jetzt nicht, bis wir da ans Pflanzen kommen. Das wird noch dauern. Und das wird auch irgendwann mal zwischendurch passieren. Also rechnet nicht damit, dass ihr seht, eines Tages, wie ich hier Kartoffeln oder so anpflanze. Das passiert irgendwann mal nebenbei. Ich werde da wohl keine Folge draus machen. Ihr seht ja, im Moment sind die Folgen auch mehr noch so ein reines Let's Play-Ding, ohne dass es wirklich abgesetzt ist, dass ich großartig Moderationen mache oder sowas. Das ist im Moment auch noch in Ordnung. Ich muss mich erstmal ein bisschen in dieses Projekt reinfinden, aber irgendwann wird das auch alles geraffter vielleicht sein. Aber, naja, man möchte halt viele, viele Folgen machen, man möchte, dass es über viele Jahre geht. Und ihr wollt das auch, sonst wärt ihr nicht jedes Mal dabei und würdet nicht jedes Mal einschalten. Und dann kann man das ja auch so machen. Und wenn ihr ein Thema habt übrigens, über das ihr quatschen wollt, lasst mich das gerne wissen. Ich quatsch über fast jedes Thema mit euch. Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail oder wenn wir streamen, schreibt es mir gerne auch in den Chat, was ihr gerne besprechen wollt. Wir können sämtliche Themen besprechen.